Ja, wie gesagt, eine Riesensauerei. Ob sich meine nächsten Gäste in ihrer Freizeit auch ab und zu mal die Kissen um die Ohren hauen, das ist fraglich. Sie engagieren sich auf jeden Fall definitiv in einem ganz anderen Bereich. Und zwar für die Stiftung Right for Reading, die jedes Jahr aufs Neue auch den Kölner Leselauf organisiert und ins Leben ruft. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Henning Krautmacher und Oliver Gritz. Schön. Ich habe schon gedacht, du hättest uns hier bald mit Riesensauerei. Nein, Gott sei Dank. Gottes Willen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir wollen gleich noch mal einen kurzen Blick werfen auf die PK, die vor wenigen Monaten stattfand. Vorher muss ich noch mal fragen, wie läuft denn jetzt das letzte Lauftraining? Seid ihr fit? Das läuft noch. Wir sind noch dabei zu trainieren. Es sind ja noch ein paar Tage hin und Gott sei Dank wird das Wetter jetzt besser. Ne? Und jetzt trudeln auch die Anmeldungen rein. Jetzt geht es richtig zur Sache. Also wer noch dabei sein will, guck mal raus. Das Wetter wird immer frühlingshafter. Jetzt anmelden. Die letzte Chance sozusagen. Unbedingt anmelden. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ist noch ein bisschen Platz. Was man dafür tun muss, das klären wir gleich. Wir schauen uns ganz kurz die Pressekonferenz an von vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen. Und da erfahren Sie schon einiges über den Kölner Leselauf. Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner, hält gerne seinen Promi-Schnäuzer in die Kamera, wenn es darum geht, sich für Leseklubs stark zu machen. Ich bin damals gefragt worden vom Oliver Gritzen von der Stiftung Lesen, ob ich nicht so einen Leseklub in Höfiland beim Pfarrer Meurer einrichten wolle. Also meine Promi-Nase oder den Promi-Schnäuzer da in die Kamera halten will. Da habe ich gerne erst einmal ja gesagt, weil ich dachte, das ist einfach nur eine nette, gute Sache. Aber wenn man denn sich etwas intensiver mit der Materie beschäftigt, dann merkt man auch ganz, ganz schnell, wie wichtig dieses Thema ist. Seither wirbt der Musiker auch für den Kölner Leselauf. Veranstaltet wird das Volkssport-Event von der Stiftung Right for Reading. Ziel ist es, möglichst viele Spenden zu sammeln. Der Erlös wird in diesem Jahr an Leseklubs in Kölner Schulen fließen, denn der Bedarf ist groß. Also in Köln gibt es hunderte von Schulen. Wir haben traditionell 13 Bewerbungen schon seit vielen Jahren liegen von Schulen, die noch zusätzlich, die zusätzlich noch gerne einen hätten. Wir haben ja bereits an 6 Schulen einen Leseklub. 13 konkrete Bewerbungen, aber wir wissen, dass darüber hinaus noch ein riesen weiterer Bedarf besteht, sicherlich noch von 30 bis 40 Schulen, die auch noch gerne so einen Club hätten. Unterstützt wird der dritte Kölner Leselauf in diesem Jahr auch von der Aktion Wir helfen des Kölner Stadtanzeigers. Geschäftsführer Karl-Heinz Gossmann hält es für notwendig, dass Kindern in Köln mehr Bildungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Kinder brauchen hier in Köln Unterstützung. Es gibt viele, viele Einrichtungen im sozialen Bereich, die sich für Kinder engagieren, die wir auch jährlich unterstützen. Aber diese Idee des Leseklubs ist eine so besondere Aktion, dass wir gesagt haben, da müssen wir einfach dabei sein. Lesen ist einer der Grundpfeiler für Bildung und darum haben wir uns da sehr gerne angeschlossen. Damit möglichst viele Spenden zusammenkommen, wird das Angebot in diesem Jahr ausgebaut. Neben der Möglichkeit des Leselaufs durch Stadion und Stadtwald und der Radtour zum Dom und zurück wird es erstmalig auch ein Benefizkonzert einer Kölner All-Star-Band geben. Inzwischen machen wir nicht nur Run und Ride for Reading, sondern auch noch Rock'n'Roll for Reading. Also das Ganze ist jetzt ein Gesamtpaket. Und beim dritten Kölner Leselauf um das Rhein-Energiestadion herum und sogar in die Innenstadt, die Fahrradfahrer, wird genau das alles beherzigt. Und hoffentlich kommen viele, viele tausend Menschen. Hoffentlich, die scheint bestimmt, die Sonne wird scheinen, das Wetter wird schön sein. Und wir werden hoffentlich ein großes Spendenaufkommen haben, um möglichst viele Leseklubs im Raum Köln einrichten zu können. Der dritte Kölner Leselauf findet am 21. April ab 11 Uhr statt. Anmeldungen sind unter www.leselauf.de möglich. Die ersten 1000 Teilnehmer erhalten ein Laufshirt gratis. Das abschließende Benefizkonzert wird voraussichtlich gegen 15 Uhr beginnen. Der Eintritt dazu ist frei. Ja, der Beitrag, der hat uns schon einiges verraten über die Stiftung Right for Reading. Hier. Trotzdem, da ist es ja mal, das neue T-Shirt. Da in dem Beitrag eben hatte ich ja noch so ein Vorab-Exemplar an. Jetzt, guck mal, der Oliver hat es auch an. Also die 1000 Exemplare sind da. Großartig. Jetzt aber anmelden. Wer kriegt so ein T-Shirt? Alle, die mitlaufen? Die ersten 1000, die sich anmelden. Und die haben wir jetzt, ich glaube, die sind jetzt da erreicht. Die und ein paar gibt's noch. Ein paar gibt's noch. Wir rechnen in den letzten 2 Wochen mit dem Wust an Anmeldungen und wir rechnen insgesamt mit 3.000 bis 5.000. Also jetzt bitte sputen. Also wer noch ein T-Shirt will, zack, zack, jetzt parallel zum Gespräch einfach von zu Hause aus anmelden. Wir wollen trotzdem nochmal den Hintergrund der Stiftung aufgreifen. Warum passiert dieser Leselauf? Was steckt da eigentlich dahinter? Was ist das Ziel?
Dahinter steckt Olivers Idee. Der hat mich nämlich mal gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam seine jährliche Fahrradtour fahre. Er fährt nämlich jährlich mit einer Gruppe Begeisterter. Und auch die lassen sich jeden Kilometer versilbern. 800 Kilometer. In diesem Jahr geht die Tour? Erste Woche NRW-Sommerferien vom 20. bis 27. Juli von Nantes im Loiretal durch das schöne Loiretal. Boah. Durch die Champagne und die Eifel zurück nach Bonn. Zwischendrin ist ein kleines Stück mit dem Bus, also man muss nicht alles radeln. aber insgesamt 830 Kilometer. Ja. Seit Jahren macht er das schon, dann hat er mich gefragt, ob ich denn da mal teilnehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich kein Radfahrer bin. Und daraufhin habe ich ihn dann gefragt, ob er denn mit mir sich vorstellen könne, eine Runde zu laufen. Das war nicht unbedingt sein Metier. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht mal was zusammen? Und so ist der erste Leselauf entstanden, da hatten wir so paar hundert Teilnehmer. Beim zweiten Leselauf waren es 200 mehr und in diesem Jahr sollen es ein paar Tausende werden. Und vom Erlös sollen sogenannte Leseclubs eingerichtet werden. Wir haben es ja auch eben in dem Beitrag schon gehört, weil wir in Deutschland, ich kann die Zahl immer nur wiederholen, 7,5 Millionen funktionale Analphabeten haben. Und das ist ein Zustand, da müssen wir gegensteuern. Ja. Und eine Sache muss man noch dazu sagen. Wir haben also die zwei kleineren Leseläufe in den letzten zwei Jahren gemacht. Und da haben wir gesagt, so können wir das nicht weitermachen. Wir müssen das ganz groß aufziehen. Und da hat der Henning bei der Ministerpräsidentin nachgefragt, ob sie nicht die Schirmherrschaft übernehmen wollte. Und wir haben dann Kölns besten Austragungsort, das Rhein-Energiestadion, als Austragungsort gewinnen können. Und dann hat man gesehen, alles, was in der Kölner Künstlerszene Rang und Namen hat, ist dabei. Also diesmal wollen wir ganz groß auftrumpfen. Genau. Und es werden immer mehr. Und es werden immer mehr Promis. Wer ist da so mit dabei? Ich freue mich sehr darüber, dass Joey Kelly wieder dabei sein wird. Und zwar trotz eines Termins, den er um 14 Uhr in Paderborn hat. Um 12 Uhr steht der Junge hier auf der Matte. Der läuft wahrscheinlich von Paderborn nach hier. Nee, aber die 5 Kilometer, die läuft er und setzt sich dann ins Auto. Eine Stunde Autofahrt ist das nur. Also ist dabei. Shari Reeves ist ganz aktuell auch wieder mit dabei. Sie wird nicht nur mitlaufen, sie wird auch beim Musikprogramm mit dabei sein. Bei den Läufern haben wir großartige Unterstützung. Meine beiden Kollegen Peter und Janus werden mit dabei sein und die werden eine wirklich qualifizierte Dame links und rechts flankieren. Manuela Freund ist Fahrradprofi, kann man sagen. Die hat sogar schon eine Tour de France für Damen gefahren. Die hat schon bei der Olympiade teilgenommen und fährt, glaube ich, jetzt im Jahr pro Jahr immer noch so um die 10.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Das sind ja dann wirklich Profis. Wir müssen den Zuschauern noch ein bisschen die Angst nehmen, dass das ganze Jahr wirklich auch für jeden was ist. Also die 5 Kilometer, ne? Das ist schön. Ja, genau das sollten wir. Ich würde das auch schaffen, jetzt oder? Jetzt denken alle, sie müssen da irgendwelche Rekorde brechen. Nein, beim Fahrradfahren, da können sogar die Kinder mitfahren. Das wird also sehr entspannt werden. Und beim Laufen, da reden wir über lockere 5 Kilometer. Das Tolle ist, dass man eben auch durchs Stadion laufen darf. Vorbei an dem heiligen Rasen, aber ganz moderat. Wer rennen will, kann das gerne tun. Ich werde ganz gemütlich laufen. Und es gibt noch mehr. Und neben der Strecke sozusagen passiert ja auch einiges. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt mitlaufen. Man kann sich das Ganze auch einfach nur anschauen. Was passiert denn am Rand? Was wird geboten? Ich würde mal ganz kurz was zur Fahrradtour sagen. Also Gott sei Dank haben wir da einige Galionsfiguren, die da mitfahren. Aber das ist eine Familientour. Das sind 18 Kilometer vom Rhein-Energiestadion runter zum Rhein und dann wieder zurück. Das ganze Ding ist polizeieskortiert mit einem Besenwagen, mit einem Krankenwagen, falls mal was passieren sollte. Also ganz sicher auf die Aachener Straße runter bis zum Rhein und eben nur 18 Kilometer im familienfreundlichen Tempo von 16 km/h. Und für alle, die mal die Autoverkehr mit dem Fahrrad verdrängen wollen, ist das die richtige Gelegenheit, das zu machen. Und zusätzlich zum Lauf und zur Fahrradtour haben wir dieses Jahr noch ein Familienfest dort aufgebaut mit allem, was solche Feste zu bieten haben, mehreren Hüpfburgen, Kletterturm. Dann habe ich mir sagen lassen, dass es so einen Kicker gibt, wo sich ganze Menschen reinstellen können. Ich glaube, ein paar Fußball-Jongleure sind da, Schminken. Für jeden was dabei. Musik gibt es auch, die sollten wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen.
Nee? Nee. Wann geht es los? Namhafte Menschen werden dabei sein unter Stefan Knittlers Motto Popkölsch. Also berühmte Popsongs aus der Rock- und Popgeschichte werden ins Kölsche übersetzt. Und ich habe die große Freude und Ehre, dass ich mit Anke Engelke ein Duett singen darf. Da wird dabei sein Purple Schulz, Caroline Kebekus, Casala, Peter, Stefan Brings, meine Kollegen Hannes Schöne und Jens Streifling werden dabei sein. Habe ich Purple Schulz schon genannt? Ja. Bernd Stelter, ich habe die Bringsbrüder, genau, und Schari Riefs und ach, also es wird ein buntes Programm werden. Für alle was dabei. Antonia Langsdorf wird die Sterne lesen. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Also das kommt jetzt dann morgen oder übermorgen in die Zeitung. Für 50 Euro kann man 20 Minuten mit Antonia Langsdorf buchen. Über die Zukunft. Auf dem Gelände und sich aufklären lassen, ob man die Liebe seines Lebens und findet in diesem Kilometer Jahr auch noch und ob man die 5 Kilometer schafft. Ich freue mich jetzt schon auf den 4. Kölner Leselauf. Ich freue mich darauf, euch spätestens in einem Jahr hier wieder sitzen zu haben. Jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß, Erfolg und ja, wünsche guten Lauf und ganz viel Erfolg vor allem auch für die Stiftung. Und danke für den Besuch bei uns heute. Und alle mitmachen. Sorry, alle mitmachen. Sorry, dass wir hier die Zeit so überzogen haben. Sorry, so sind wir. Genau, wir geben den Zuschauern jetzt auch ganz schnell die Chance, auf die Homepage zu klicken und sich noch anzumelden. Sie haben es gehört. Wenn sie ganz schnell sind, gibt es auch noch ein T-Shirt oben drauf. Also ganz schnell ins Internet. Wir machen Kurzwerbung. Funktionsshirt. Ein Lauf-Funktionsshirt und sind dann gleich wieder zurück.